Man steht dann vor der Wand, vor einer Sandwand. Wie kommst du jetzt da noch auf? Du bist ja schon 4 Tage unterwegs gewesen und der Körper hat schon ziemlich viel Kalorien und alle möglichen Dinge verloren an Mineralien. Ich hatte die ersten 2 Tage Blut im Urin gehabt, also es war schon grenzwertig. Nachts habe ich viel Angst gehabt, weil dann doch die Skorpione und Schlangen kamen, also alles andere an Getier. Als ich in Berlin lief am 24. September 2006, habe ich dann nach 3 Monaten Vorbereitung den ersten Marathon absolviert. Und vorher habe ich noch 92 Kilo gewogen, habe dann vorher noch abgenommen, habe trainiert, mir Pläne aus dem Internet rausgeholt. Und dann ging es an den Start und dann bin ich gelaufen und bei 30 Kilometern ging es dann schon los. Das kleine Hämmerchen kommt dann. Was machst du hier? Bist du eigentlich bekloppt? Das tust du nie wieder. Und dann bin ich durchs Brandenburger Tor gelaufen und dann war die Euphorie da. Die Leute haben gerufen, Pater, lass die Fußsohlen qualmen, Pater, gib Gas. Auf der Startnummer hat man dann Pater Tobias draufstehen. Ah, okay. Und deswegen wussten die meinen Namen, so bekannt war ich damals nicht. Und dann habe ich, bin ich ins Ziel gekommen, die Medaille bekommen. Und danach habe ich gesagt, nie wieder. Ich konnte kaum die Stufen rauf, geschweige denn runtergehen. Und ja, nach einem Tag später habe ich mich dann erholt, regeneriert und habe mich dann für den Hamburg-Marathon angemeldet. Das ging ja dann doch relativ schnell, dass du dann doch wieder motiviert warst. Die Schmerzen waren dann wieder weg, also am nächsten Tag. Und man erinnert sich daran dann, weil es ein schönes Gefühl war, durch das Brandenburger Tor zu laufen. Die Leute haben gejubelt und dieses schöne Gefühl war mir dann noch im Gedächtnis und das wollte ich unbedingt wieder erleben und das habe ich dann in Hamburg erlebt. Es sind übrigens 158 Marathonläufe, die ich jetzt absolviert 158. habe. 158? Ja, das muss man mal betonen. Wie viele jeder Marathon. Habt ihr? Null. Also Marathonläufe zur Kaffeemaschine hin und zurück. Ja. Da also wir drei zusammen haben null. Du hast gewonnen. Genau. Aber ja, nicht nur das, sondern ich habe es eben schon gesagt, 172 Kilometer durch die Wüste. Da war nicht mal ein Brandenburger Tor, durch das du dann laufen konntest und dich freuen konntest. Was war denn das für ein Lauf? Erklär mal. Also nachdem ich natürlich fast jetzt jede Woche schon Marathon laufe, ist es nicht langweilig. Also es ist Trainingsläufe, das für mich. Und ich sammle ja auch Geld, Sponsorengelder. Und die Gelder wurden dann immer weniger, weil die Leute gesagt haben, der Pater läuft ja jede Woche. Ja. Da können wir nicht mehr bezahlen. So viel Geld haben wir auch nicht. Und dann habe ich mir so Extremläufe ausgesucht. Ich bin erst 100 Kilometer gelaufen in Biel, habe diese Distanz geschafft. Da gab es dann damals mal 16.000 Euro für einen Marathon. Ich denke, da kannst du ja Geld mit verdienen, kannst was Gutes tun. Und dann habe ich überlegt, 100 Kilometer wurde den Leuten dann auch langweilig. Da läuft ja auch 100 Kilometer. Und dann habe ich gesagt, die größere Distanz ist dann so ein Wüstenlauf. Und da habe ich mal recherchiert im Internet. Und dann habe ich Oman, da bin ich schon mal Jahre vorher schon mal Marathon gelaufen, 42 Kilometer. Daran konnte ich mich gut erinnern, weil es einfach ein schönes Gefühl war, so ein Stück durch die Wüste zu laufen. Und habe dann im Internet recherchiert und habe gesehen, da gibt es 172 Kilometer in 5 Tagen und habe mich dann sofort angemeldet. Und die Leute sagten, sind Sie verrückt? Wir brauchen Sie noch hier als Pastor in der Gemeinde. Das können Sie doch nicht wagen. Man hat ja 8 Kilogramm Gepäck dabei gehabt. Also das ganze Essen war dabei. Man hat nur alle 10 Kilometer Getränke bekommen. Und dann nach 172 Kilometern kam ich dann insgesamt mit 33 Stunden kam ich dann ins Ziel. Kannst du dich noch an den härtesten Moment erinnern? Ja, das waren die Dünen. Also wir hatten 400 bis 800 Meter hohe Dünen. Und der letzte Tag, also muss ich sagen, da war der Körper schon ziemlich gebrochen. Da bin ich die letzten Kilometer einfach nur noch zu Fuß gegangen. Jetzt habe ich gesagt, jetzt nur noch Richtung Arabisches Meer, nur noch Richtung Ziel. Also da habe ich auch schon manches Mal geflucht. Man steht dann vor der Wand, also vor einer Sandwand. Wie kommst du jetzt da noch rauf? Du bist ja schon 4 Tage unterwegs gewesen und der Körper hat schon ziemlich viel Kalorien und alle möglichen Dinge verloren an Mineralien. Und habe dann noch mal richtig Power bekommen. Ich weiß nicht, wie oft ich dort in der Wüste das Vaterunser gebetet habe, aber es hat mir immer wieder Power gegeben, um auch diese Dünen heraufzulaufen oder zu gehen. Und dann kam ich natürlich ins Ziel. Und dann, wenn man durchs Ziel gelaufen ist, dann spürt man gar nichts mehr. Also man hat so eine Erleichterung von den letzten Tagen. Auch dieses Gepäck, man hat Schürfwunden gehabt auf dem Rücken von der Hitze. Es waren da 47 Grad plus gewesen. Man hat nur immer zwischendurch 3-4 Stunden geschlafen. Aber es hat sich gelohnt. Letztendlich kamen 26.000 Euro zusammen für arme Kinder. Und das habe ich mir immer wieder vor Augen gehalten, die armen Kinder. Wofür läufst du eigentlich? Und diese Erfahrung, in der Wüste gemacht zu haben. Jesus war 40 Tage in der Wüste. Hey, du läufst nur 4 Tage in der Wüste. Und das hat mich immer wieder ermuntert, weiterzulaufen und durchzuhalten vor allen Dingen. Dieses Mentale war ganz wichtig. Viele haben aufgegeben.
Wir sind mit 134 gestartet und knapp 90 haben es dann ins Ziel geschafft. Hast du nicht manchmal gedacht, ach, ich hätte doch nach dem ersten aufhören sollen? Ja, ich hatte die ersten 2 Tage Blut im Urin gehabt, also es war schon grenzwertig und die Ärzte waren dann dabei gewesen. Also bevor man an den Start ging, wurde man von 2 Ärzten untersucht und die haben relativ viele auch aussortiert, die durften gar nicht starten. Aber ich war Gott sei Dank gesund, konnte starten, aber ich habe einfach zu wenig getrunken. Es gab nur alle 10 Kilometer etwas zu trinken, Wasser. Wir durften 2 Flaschen dann wieder auffüllen und man durfte auch keine Wasserflaschen leere wegwerfen. Dann wurde man disqualifiziert, aus dem Rennen genommen. Und ich habe auch diesen Lauf sehr genossen, weil die Wüste ist so unterschiedlich, auch wunderschön. Nachts habe ich viel Angst gehabt, weil dann doch die Skorpione und Schlangen kamen. Also alles andere an Getier. Und ich weiß noch ganz genau, an einer Wasserstelle war dann so eine Gottesanbeterin, habe dann ein Foto gemacht von, werde ich auch nicht vergessen. Und die hat mir auch nochmal einen Schub gegeben, Gottesanbeterin, hey, du siehst diese Gottesanbeterin live. Und dann bin ich weitergelaufen und immer wieder durchgehalten. Es war ein schönes Erlebnis, da habe ich auch dieses Buch auch geschrieben. Und einfach dann diese Gedanken und viele spirituellen Impulse praktisch, ja, teilweise auch im Handy dann notiert, aufgesagt und später dann auch im Buch verfasst. Wir hatten so Solarplatten dabei, damit wir dann immer das Handy wieder aufladen konnten. Die Sonne war ja da und hat keine Rechnung geschrieben. Das ist der große Vorteil. Du hast es eben schon angedeutet, was dich auch motiviert hat, durchzuhalten, war dann der gute Zweck, dass du damit tatsächlich Geld erläufst, um das dann wieder auch weitergeben zu können. Erzähl mal, wofür genau sammelst du Geld? Wohin geht das? Ja, für diesen guten Zweck. Also wenn ich Marathon laufe und irgendwo mir tut was weh oder ich habe keine Lust mehr, dann rufe ich mir immer diese Bilder hervor. Ich laufe für arme Kinder, für bedürftige Kinder in Duisburg, für Hartz-IV-Familien. Ich fördere dadurch, durch die Marathonläufe, dass sie an Schwimmkursen teilnehmen. Es ist wirklich bedauerlich in Deutschland, dass viele Kinder nicht schwimmen können, dass Schwimmbäder zugemacht werden. Ich war jetzt vor kurzem in Israel gewesen, bin dort 2 Marathon an 2 Tagen gelaufen, in Eilat, in der Wüste und auch am Toten Meer und habe da gesehen, wie viel dort in Sport investiert wird. Also ich muss sagen, das sind wir schon ein trauriges Land, dass man so wenig gerade im Bereich Sport, gerade für die Kinder tut. Und dafür laufe ich Marathon oder ich fördere auch Reittherapie, dass behinderte Kinder an diesen Reitsport teilnehmen können, dadurch Linderung erfahren bzw. auch wieder gesund werden. Also man macht das mit Reittherapie oder auch mit Delfinen. Das gibt es ja auch. Und dann haben wir eine Kinderlernküche eingerichtet. Bei uns können Kinder kochen und backen lernen, sodass die gesunde Ernährung für uns Marathonläufer ist ja auch das ganz wichtig. Und das, was wir gelernt haben, gebe ich gerne dann auch weiter. Ich habe mehrere Köche, die mit mir gemeinsam ein Restaurant leiten. Und durch dieses Restaurant haben wir dann diese Kinderlernküche eingerichtet, weil wir auch den Kindern schon frühzeitig vermitteln wollen, was gesunde Ernährung ist. Wir fördern durch die Marathonläufe ein gesundes Schulfrühstück. Jeden Dienstag bekommen 420 Kinder von uns an 2 Grundschulen ein gesundes Frühstück, also ein Wasser, aber auch ein belegtes Brot mit Käse oder Wurst und dann Obst oder Gemüse dabei. Das kostet natürlich für eine Schule 17.000 Euro für ein Schuljahr, also 34.000 Euro. Also ziehe ich meine Schuhe wieder an, laufe einen Marathon, dann werden Flyer gedruckt, hole mir Unternehmen, die das Geld dann sponsern und so bekomme ich relativ schnell dann wieder das Geld zusammen. Cool. Du hast eben schon auch angedeutet, dass du dann bei diesen Läufen unterwegs auch betest. So Marathonlauf, das kann man ja trainieren. Kann man sowas wie Beten eigentlich auch trainieren? Ja, wenn ich jetzt fast jede Woche Marathon laufe, nutze ich diese 4,5 Stunden. Ich laufe also nicht so schnell mehr. Also für manche ist das schneller, für mich ist es langsam, sodass der Körper nicht so sehr belastet wird. Ich meine, Marathon ist immer eine Belastung für den Körper, aber jetzt nicht so sehr belastet wird, sondern ich gucke immer Montag schon nach dem Evangelium, was am Sonntag ist, und versuche dann während des Laufens, während des Trainings oder auch während des Marathons schon mir Gedanken zu machen, was werde ich am Sonntag den Leuten predigen. Ich gucke dann nach, was in der Woche noch kommt an Impulsen. Das heißt, ich nutze diesen Lauf auch oder den Marathon dafür, dass ich dann Vorträge oder auch Impulse formuliere oder die Predigt habe. Also für mich ist wichtig, dieses Vaterunser, das ist Schwerpunkt, Gebet geworden. Jesus hat es immer wieder gesprochen und ich coache ja auch Manager und Führungskräfte und denen sage ich immer wieder, baut dieses Gebet im alltäglichen Leben ein. Ihr werdet merken, wenn ihr das ständig macht, die Verbindung herstellt zu Gott,
dann hilft er auch ein. Und bei mir hilft er immer bei den Marathonläufen, wenn es Extremläufe werden, vor allen Dingen. Also das Vater unser. Es gab aber eine Phase in deinem Leben, da war bei dir auch nichts mit Vater unser beten und Kontakt aufnehmen mit Gott. Da war Funkstille, so, da war so der Kinderglaube vorbei und plötzlich die Sache mit Gott, das hat einfach nicht mehr funktioniert. Was war da los? Genau, das ist auch ein Teil meines Buches, meine Lebensgeschichte. Als ich 15 Jahre alt war, wir sind 7 Kinder zu Hause, einen großen Bauernhof, wir haben nur Reitpferde, großer Reithof. Und da starb die Mama mit 56 Jahren. Und als 15-Jähriger damals konnte ich das überhaupt nicht verstehen. Warum lässt der liebe Gott das so, eine junge Mutter sterben zu lassen, die 7 Kinder hinterlässt, einen Papa hinterlässt, einen Bauernhof und. An diesen Gott konnte ich nicht mehr glauben. Ich war bis dato noch Messdiener gewesen. Und danach habe ich der Kirche den Rücken gekehrt und wollte mit Gott nicht mehr reden und mit ihm nichts mehr zu tun haben. Das ging über viele Jahre gut, bis ich 21 Jahre alt war. Da sprach mich der damalige Pater Gottfried mal an, ein verstorbener Mitbruder von mir, der auch unserem Kloster zugehört, die Abtei Hamborn in Duisburg. Und der hat gehört, dass der Andreas Breer, das ist mein weltlicher Name, mein Taufname, dass er gar nicht mehr mit Gott was zu tun hat, geschweige denn mit der Kirche. Und der hat mich mal zum Abendessen eingeladen und ich war neugierig, habe sofort zugesagt. Und das war das erste Gespräch, wo wir über Gott gesprochen haben. Das hat mich so fasziniert, dieses erste Gespräch, dass aus diesem ersten Gespräch weitere Gespräche wurden. Und später habe ich dann auch wieder zur Kirche gefunden und 10 Jahre später werde ich zum Priester geweiht. Ja. Ich habe vorher noch was Gescheites gelernt. Ich bin ja auch Kaufmann, Groß- und Einzelhandelskaufmann bei BMW. Und da habe ich so Grundlagen kennengelernt, wie man mit Finanzen und mit Geld umgeht. Hilft dir heute auch gut, mit Finanzen umzugehen. Ne? Genau. Aber ich stelle mir vor, nach so einer langen Zeit, wo wie Funkstille war, wo der Kinderglaube war ja irgendwie zerbrochen. Wie habe ich mir das denn vorzustellen, wenn man plötzlich anfängt, wieder über Gott nachzudenken, vielleicht Kontakt aufzunehmen? Kannst du dich noch erinnern? Hast du irgendwann plötzlich wieder angefangen zu beten? Kannst du dich an sowas noch erinnern? Ja, ich habe erstmal ein ganz schlechtes Gewissen gehabt, dem lieben Gott gegenüber. Hm. Weil ich habe ja den Gott schuldig gemacht, dass meine Mama gestorben ist. Hm. Und da hatte ich ein schlechtes Gewissen gehabt, er konnte gar nichts dafür. Sie hatte Darmkrebs gehabt. Und wenn man sich die Umwelt anschaut, wie wir mit der Welt, mit der Schöpfung umgehen, dann muss ich nicht da viel zu sagen. Allein die Autos mit ihren Abgasen und so weiter und so fort. Letztendlich kam die Krankheit ja nicht von lieben Gott. Der hat das ja nicht zugelassen, sondern die haben wir selber verursacht. Oder man hat eine Erbgeschichte oder wie auch immer. Also das musste ich erstmal aufarbeiten. Ich habe das Gespräch mit Gott wieder gesucht und damals schon mit dem Vaterunser begonnen. Habe mir dieses Vaterunser genau angeschaut, diese 7 Bitten dieses Vaterunsers. Und auf dieser Grundlage habe ich eigentlich die Beziehung zu Gott wieder begonnen. Und dann habe ich die Bibel genommen, habe die Bibel auch mal ganz durchgelesen. Und da fand ich viele Geschichten wieder, fand ich mich selber auch wieder und wollte immer mehr wissen. Und dann habe ich natürlich auf dem zweiten Bildungsweg dann das Abitur nachgemacht in Neuss, 11., 12., 13. Klasse und habe dann mit 24 Jahren das Abitur gehabt und habe BMW dann natürlich vorher schon verlassen. Und habe dann gesagt, okay, ich möchte in eine Ordensgemeinschaft und habe mich dann für die Prämossetenser in der Abtei Hamborn entschieden, weil die außerhalb des Klosters tätig sind und weil die für die Menschen da sind und Seelsorge betreiben. Das hat mich fasziniert und habe dann über Jahre vorher schon, habe ich natürlich gesucht und geguckt, was ist der richtige Weg für mich, habe ich mich halt für diese Ordensgemeinschaft entschieden und ich würde alles so, wie ich es gemacht habe, nochmal machen. Hm. Tirza Christoph, es gibt ja wirklich viel, so wie Pater Tobias das erzählt, viel, was einen hindern kann zu glauben. Ne? Viele schlimme Dinge, die passieren. Was würdet ihr sagen, was hilft euch zu glauben? Boah, das ist eine gute Frage. Jeden Morgen wieder aufzustehen auf jeden Fall. Und sich daran zu erinnern, wie Gott einen Weg geschaffen hat, wo es echt keinen Weg gab. Also das kennen wir ja auch in unserem Leben, oder? Dass wir manchmal so einen Punkt stehen, wo wir denken, ey, wie soll das werden? Ne? Also das ist so mein. Also bei mir ist es so, dass ich immer noch diesen Kindglauben, von dem du eben gesprochen hast, den habe ich immer noch. Ich glaube immer noch an einen lieben Gott, der da oben sitzt, wie ein Vater. Ich kann mir auch nichts anderes vorstellen. Ich weiß, dass das so nicht sein wird. Aber mir hilft das sehr, wenn ich eine Bitte oder wenn ich bete, mich an so jemanden zu richten. Weil ich hatte auch einen Vater und meine Eltern generell, das waren ganz, ganz liebe, ganz tolle Menschen.
Und diese Vorstellung, dass es ein Vater oder eine Mutter ist, wir wissen ja nicht, welches Geschlecht jetzt, es spielt auch gar keine Rolle aus meiner Sicht. Aber dieser Gedanke, der hilft mir sehr, auch über tägliche Dinge nachzudenken. Ich bin aber ehrlich gesagt auch nicht derjenige, der immer sich hundertprozentig sicher war. Also ich kann das mehr als gut verstehen. Ich habe nie die Phase gehabt, wo es weg war, aber ich habe immer wieder die Phasen, wo ich denke, ist das nicht irgendwie alles gerade irgendwie, spinnst du vielleicht nur? In meinem Umfeld gibt es praktisch kaum jemanden, der noch in der Kirche ist oder ist. Ich habe ein komplett säkularisiertes Umfeld und das sind gute Menschen und die leben auch nach tollen Werten. Und vielleicht bin ich der Irrläufer, denke ich manchmal. Also ich bin schon Exot auch so. Meine Frau denkt so wie ich. Aber die hat da etwas, die ist etwas gleichmütiger. Die hat nicht dieses Bedürfnis, alles immer so hinterfragen, sondern sie nimmt es einfach. Und für sie ist das gegeben. Für mich ist das, ich bin oft leider auch oft am Zweifel. Ich würde gerne anders sein, aber ich habe das nun mal. Ich glaube, das gehört ganz natürlich dazu. Ja. Pater Tobias, würdest du sagen, dass sich dein Glaube irgendwie verändert hat? Ja, mein Glaube hat sich insofern verändert, dass ich überhaupt wieder zum Glauben gefunden habe. Und der Glaube ist in den letzten Jahren immer mehr gewachsen und er ist gefestigt worden. Also ohne Gott könnte ich gar nicht mehr leben. Hast du ein anderes Bild von Gott, als du so als Jugendlicher, als Kind hattest? Es ist ein anderes Bild geworden. Ja klar, früher hatte ich auch dieses, der Gott mit dem Rauscherbart und so weiter und so fort. Aber Gott ist für mich die Liebe und die Liebe steckt in jedem Menschen letztendlich. Und das ist wichtig und so möchte ich auch immer wieder den Menschen begegnen. Deswegen das, was ich vorhin gesagt habe, was würde Jesus heute tun? Für mich ist Jesus ein Freund, ein Bruder geworden. Und jede Situation, das ist automatisch bei mir drin, wenn die alte Dame zu mir kommt mit dem Wintermantel und ich sehe, dass die Rechnungen nicht mehr bezahlt werden können, dann muss ich da sein, muss ich der alten Dame helfen. Und das wird in Zukunft noch mehr werden bei uns, die Altersarmut steigt. Nicht nur die Kinderarmut, die ist ja schon auch in Duisburg bei 3-4%, sondern auch die Altersarmut wird steigen. Und da muss ich als Priester für den Menschen da sein. Also das tägliche Leben hat mit Glauben zu tun letztendlich. Also ich muss nicht drüber nachdenken, sondern ich lebe es jeden Tag. Das ist kein Beruf, was ich habe, sondern ich habe jeden Tag 16 Stunden. Das sind 7 Tage in der Woche und unterbreche diesen Tag immer mit einem 1- oder 2-Stunden-Lauf, die ich aber auch dann nutze zum Beten oder halt zum Aufarbeiten, indem ich, wie gesagt, Impulse schreibe oder wie auch immer. Also ich nutze eigentlich die 16 Stunden, die ich habe, voll aus, jeden Tag. Und das Gespräch zu Gott ist immer dabei, der mir immer diese Kraft gibt. Es ist verändert nicht letztendlich. Ich lebe das jeden Tag.